willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich bin gerade auf dem Weg mit meinem neuen Weihnachtsgeschenk mit dem Tatra zu dem Herrn Stefan Müller auf den Hof, damit wir dort seine Sachen verladen können, die er jetzt dann verkaufen wird. Damit er sich rein nur auf die Schafe konzentrieren kann. Und dann wird er zukünftig eben bei mir unten auf dem Hof mitarbeiten. Gehalt haben wir bei ihm noch nichts ausgemacht. Da sollte er sich ja eine Gehaltsvorstellung überlegen. Dem Win habe ich die erste Rechnung überwiesen. Ja, da hat er schon alles hingestellt. Ja. Auf Ihrem Hof steht das Weihnachtsgeschenk von mir für Sie. Auf meinem Hof? Was für ein Weihnachtsgeschenk? Ein Geschenk von mir für Sie. Warum? Denken Sie sich einfach einen Grund. Das spielt nicht. Das ist egal. Was muss ich dafür tun? Nichts. Okay. Es ist ein Betrag mit einer Sämaschine, falls Sie das gebrauchen können. Vielen Dank. Gerne geschehen. Ein MB-Truck. Ach so, den kleinen da, den schnuckeligen. Ja, hat aber. So. Wie kommt's denn, dass Sie jetzt so plötzlich abreisen wollen? Ja, man ist ja mal immer auf der Suche nach was Neuem und man will ja auch mal in der Welt rumkommen. Das hängt jetzt aber nicht mit Ihren Problemen zusammen. Nee, das nicht, aber ich sag mal so, es fördert das Ganze vielleicht minimal. Aha. Es ist jetzt nicht so, dass es einem dann quasi zurückhält. Nö, nee, das ist klar. Okay. Jo, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, ebenso. Tschüss. Ja, was soll ich davon halten? Ich weiß es nicht. Geht das da nicht dran? Will er denn den Miststreuer verkaufen? Ich bin auch gleich nachher an meinem Hof. Hallo? 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 Ah. Hallöle! Müller? Ja? Wo hast denn die Schlüssel für deine Fahrzeuge versteckt? Die habe ich bei mir. Gut, dann muss ich warten. Ich bin kurz vor der Einfahrt. Gut, bis gleich. Ciao. Jo. Und dann warten wir halt noch. Ach, da ist er ja.
Hallöchen. Hier. Danke. Den Schlüssel. Weil dann können wir hier mal gucken, wie wir am besten das Zeug draufstellen. Ich würde zuerst den Striegel stellen und dann den tiefen Locker. Na, und dann können wir irgendeinen Anhänger davor stellen. Ja, wieso haben sie denn den Farmtech hier auch stehen? Weil rein theoretisch das Gras brauche ich nicht unbedingt düngen. Da kriegt man so oder so sehr viel raus. Ah, okay. Ne, gut. Oh, mein Lager ist auch noch voll. Oh, meine Schafe sind da. Oh. Schön. Ja, 25 Stück. Supi. Dann geht's hoffentlich bald vorwärts. Ja, hoffentlich. So, dann stelle ich erstmal den hier drauf. Stefan, wo ist eigentlich dein Entladepunkt? Warte. Au, dein Tor ist zu klein. Oder vielleicht der Anhänger zu groß? Nee, eher dein Tor zu klein. Und du stehst ja schon in der Halle. Schon vorne. Du musst entladen. Richtung oder was? Der Wendekreis von dem Teil ist schon Hammer. So, ich lasse euch da mal in Ruhe, alleine eben. Ich muss meine Schweine verladen. Jo. Und Volker, du kriegst dann ab 15 von meinen alten Viechern für deine Metzgerei. Jo, die kannst du dann einfach hinbringen direkt. Mache ich dann auch. Danke. Gut. Bis später. Ciao. Warte mal, kriegen wir nicht den Grupper noch drauf? Können wir probieren. Ach nee. Ja, schiebend schneller.
Ja, aber warte mal, ich kann hier noch einen Anhänger dranhängen. Ja, dann mach mal das so, dass du versuchst, den Staub mit dran zu nehmen und ich komme noch schnell mit meinem Traktor noch hinterher mit dem anderen. Ja. Ich hoffe mal, dass das alles drauf bleibt. Ja. Ich kann mal ins Handbuch gucken. So, das war das. Ach so, ja, Moment, ich fahre hinter. Warte. Hallo. Stückchen zu anderen, nach rechts. So. Nochmal vor und nochmal weiter hier in meine Richtung. Mit drüben. Hier drüben sagt mir halt nichts. Sehe dich im Spiegel nicht. Gerade. So. Und weiter. Stopp. Gut, perfekt. So. Gut, dann hoffe ich mal, fährst du hinterher? Jo. Hoff mal, das bleibt alles drauf. Gut, Leute. Ich hoffe mal, dass ich mit allem, was ich hinten drauf habe, beim Händler ankomme. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.